Ahoi zusammen und seid gegrüßt zu einem neuen Video. Ich sitze gerade mit der Amelie hier im Nordpark in, ich darf es als fast Kölner schon gar nicht sagen eigentlich, in Düsseldorf. Ne? Und wir finden heute raus, in welches Haus wir kommen würden, wenn wir einen Brief von Hogwarts bekommen hätten, dass wir jetzt aufgenommen worden wären, sein, tun. Egal. Ich habe mich gerade hier auf Pottermore angemeldet und jetzt werden wir noch mal rausfinden, in welches Haus ich komme. Danach werden wir dann das für die Amelie rausfinden. Ja. Und das Video könnt ihr euch dann eventuell, wenn es verlinkt ist, unten in der Videobeschreibung angucken. Was machen wir zuerst? Wir können viele Sachen machen. Wir können unseren Patronus herausfinden. Wir können einem Hogwarts-Haus joinen. Das ist von Amerika die Schule, ne? Ja, das ist Amerika. Moment. Aber zuerst kommst du ja zu Ollivander und dann sucht ja der Zauberstab sich seinen Zauberer. Okay, gut, dann machen wir zuerst Discover Your Wand. Wand, danke. Ich ist kann alles auf Englisch. Ich kann Englisch ganz gut verstehen, aber es sprechen ist immer noch so eine Überwindung. Also, um sicherzustellen, dass wir den perfekten Zauberstab für mich finden, ist es sehr wichtig, dass ich die folgenden Fragen ehrlich beantworte. Als erstes würde ich mich selbst als... Übergroß? Als... Klein oder als groß? Nee, warte, dann war das andere normal groß, oder? Average. Average ist Durchschnitt. Ja, okay, normal, ja. Ja, ich würde sagen, ich bin normal groß. Also ich bin 1,82 oder sowas. And your eyes. Dark brown, black. Ich glaube, sie sind braun. Braun. Bis ins Grüne gehen sie rein. Stimmt, außen sind die so ein bisschen grün, sogar ein bisschen gelblich. Aber es kann auch gelblich sein, dass es von der Sonne her jetzt so komisch aussieht. Das ist neu. Ich nehme einfach mal braun, würde ich sagen. Ja, würde ich auch bei dir. War der Tag, an dem du geboren wurdest? Eine gerade Zahl oder eine ungerade Zahl wahrscheinlich? Ja. Eine ungerade. Denn wir beide sind an einem 19. geboren. Ne? Da hänge ich jetzt gerade bei Pride. Ich weiß nicht, was Pride genau bedeutet. Würdest du dich selbst damit rühmen? Ah. Also mit welcher Eigenschaft würdest du dich? Nettigkeit, Optimismus. Entschlossenheit? Ich bin nicht entschlossen, überhaupt nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was das bedeutet. Wir lernen heute Englisch, ist auch schön. Belastbarkeit? Vielleicht? Ich glaube, ich bin nicht belastbar. Vorstellungskraft, intelligent, ja. Oder originell. Also ich bin auf jeden Fall nett. Das Problem ist, ich bin oft zu nett und ich kann nicht Nein sagen. Ich glaube, ich würde mich einfach mal als nett bezeichnen. Oder als was würdest du mich bezeichnen? Ja, auf jeden Fall auch als nett, ja. Okay, dann nehmen wir einfach das. Allein eine verlassene Straße, lang reisend. Welchen Weg würdest du nehmen? Triffst du auf eine Gabelung sozusagen. Links zum See, geradeaus zum Wald. Flugzeug. Oder rechts auf das Schloss zu. Ich glaube, ich würde auf das Schloss zugehen, weil ich meine, das ist wahrscheinlich bewohnt. Und wenn ich irgendwie nachts allein irgendwie, also auf dem Bild sieht das so aus, als würde ich nachts allein irgendwo rumreisen. Ich glaube, dann würde ich doch auf das Schloss zugehen. Habe ich am meisten Angst vor Feuer, Dunkelheit, Isolierung oder kleinen Räumen oder Höhen? Also mit Höhen habe ich eigentlich gar kein Problem. Mit Small Spaces eigentlich auch nicht. Wenn ich allein bin, werde ich irgendwie ziemlich schnell verrückt, glaube ich. Dunkelheit macht mir auch nichts. Feuer, solange man das kontrollieren kann, macht mir das auch keine Angst. Also ich würde eigentlich sagen, die Isolation, die macht mir am meisten Angst. In einer Truhe mit magischen Artefakten, welches würdest du wähle? Einen verzierten Spiegel. Fülle ich mit dem Spiegel. Staubige Flasche. Genau. Einen goldenen Schlüssel, einen silbernen Dolch oder ein bunt Pergamentrollen oder einen glitzernden Juwel, einen schwarzen Handschuh. Boah, das ist eine schwierige Frage, ey. Ich glaube, ich zendiere einfach zum goldenen Schlüssel. Wenn, kann man ihn einfach als Anhänger, als Anhänger tragen. So ein schönes Ding. Ich bekomme einen... Laurelwood und Einhornhaar. 12¼ Zoll. Ein bisschen flexibel, wenn ich das richtig übersetze. Ja, ich denke schon. Aber was ist Laurelwood? Laurel. Lorbeer. Ich habe einen Lorbeer... Zauberstab, der 12¼ Zoll, ich habe keine Ahnung, wie lang das ist. So? Ich weiß es nicht. Ja. Cool. Sieht auf jeden Fall schick aus, das Ding. Ja, also gefällt mir. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt finden wir aus, in was für ein Haus ich denn gehöre. Yay. Moon or Stars. Also mache ich lieber den Mond oder die Sterne? Ich glaube, die Sterne. Ist hier kalt? Ja. Aber ich wollte dir noch was zeigen. Und zwar habe ich auch was an. Moment. Ein Zeitumkehrer. Ja. Das ist ja mal cool. Wow. Das heißt, wir können jetzt theoretisch in der Zeit zurückreisen und uns wieder die Sonne nach oben holen. Die geht nämlich gleich unter. Müssen wir uns ein bisschen beeilen hier leider. Mist. Also, wenn ich jetzt nach Hogwarts gehen würde, welches Haustier würde ich denn mitnehmen wollen? Aber sind nicht eigentlich nur Eulen, Kröten? Und Katzen. Und Katzen erlaubt? Und wieso gibt es hier so viele Auswahlmöglichkeiten? Ah, verschiedene Arten, okay. Ginger-Katze, eine schwarze Katze, eine weiße Katze. Aber ich kenne mich auch mit Eulen eh nicht so aus. Also selbst wenn ich das wüsste, was das auf Deutsch heißt. Eine Drachenkröte. Das hört sich cool an.
Ja, trotzdem, so Kröten irgendwie langweilig. Ja, Kröten, die kann man nicht streicheln. Ja. Also so ein Eulenviech oder so eine Katze, ja, die kann man wenigstens noch streicheln. Ich meine, einen Frosch kann man auch streichen, aber es ist irgendwie uncool. Tabby Cat ist tatsächlich... Du hast ja auch eine Katze. Tabby, ich glaube, das ist so ein bestimmtes Muster. Wir googeln jetzt einfach mal. Tabby Cat. So ein getigertes? Ah, getigert, ja. Getigert. Dann nehme ich die Tabby Cat. Okay. Vier Boxen sind vor dir platziert. Welche würdest du versuchen und öffnen? Die schmale, die kleine Schildkrötenpanzer, verziert mit Gold. Drin ist irgendwas am Quieken. Macht eine kleine Kreatur irgendein Laut, ja. Also irgendein schwarze Box mit einem silbernen Schloss und Schlüssel, markiert mit einer mysteriösen Rune, wo ich weiß, dass das Zeichen von Merlin ist. Irgendwas Goldenes mit Eingravur, das da steht, ja, ich bin guter Übersetzer, ich weiß. Das warnt vor geheimem Wissen und irgendwas mit einer Lüge. Eine kleine Kiste mit einer eingekratzten Nachricht obendrauf. Also ich öffne mich nur für die würdig sind. Also sind wir schon durch, sind nur viel Auswahlmöglichkeiten. Also hier tut mir die Schildkröte ein bisschen leid, die dafür ihren Panzer hergeben musste. Oh. Deswegen ist die Kiste mir ein bisschen unsympathisch. Ich glaube, das mit der mysteriösen Rune von Merlin. Das reizt mich, glaube ich, am meisten. Die würde ich dann mal nehmen. Was? So viel Text. Oh Gott, ey. Ein Troll. Hat in dem Büro von der Schulleitung herumgewütet. Es ist drauf und dran, mehrere unersetzbare Dinge und Schätze zu zerstören. In welcher Reihenfolge würdest du diese Objekte vor dem Troll retten, wenn ich es könnte? Ein fast perfekter Trank gegen Drachenpocken. Dann anschließend eine Schülerliste, die 1000 Jahre zurückgeht. Oder und ein mysteriöses finally, also schlussendlich. Ja, ja, das genau. Das ist die Reihenfolge. Dann, also zuletzt ein mysteriöses, handgeschriebenes Buch, in dem ganz viele seltsame Runen zu finden sind. Oh, jetzt sind nur noch andere Reihenfolgen. Ich glaube, das ist schon das, was ich eigentlich nehmen möchte hier. Dass ich zuerst diese Schülerliste, ich glaube, das ist sehr interessant, wer alles da mal zur Schule gegangen ist. Dann das merkwürdige handgeschriebene Buch und dann Drachenpocken. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich ganz viel Medizin gegen für, keine Ahnung. Also die Madame Pomfrey, die kriegt das bestimmt von jetzt auf gleich, kriegt das geheilt. Okay, das sind einfach diese anderen Reihenfolgen. Ich finde das schon lustig, was ich so anders nehmen würde als du. Echt? Also wenn ihr es rausfinden wollt und vielleicht Glück habt, dann steht ein Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr draufklicken. Boah, noch mal Text. Ein Mitschüler aus deinem Haus, genau so heißt das, hat geschummelt in einer Prüfung. Das ist ein Quill. Ich weiß es nicht, aber ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ja, auf jeden Fall hat er geschummelt. Er ist der Beste aus der Klasse sozusagen. Und hat mich vom ersten Platz gescheucht und ich bin jetzt nur auf dem zweiten Platz. Boah. Böse. Und Professor Flitwick ist ein bisschen verwundert, was passiert sein könnte. Und er bittet dich nochmal nach einer Stunde zu bleiben und fragt dich, ob dein Klassenkamerad etwas Verbotenes benutzt hat. Was mache ich? Ich lüge und sage, dass ich nicht weiß und hoffe, dass irgendwer anders Professor Flitwick die Wahrheit sagt. Ich erzähle Professor Flitwick, dass er meinen Klassenkameraden fragen soll. Ach so, und du sagst dann deinem Klassenkameraden noch, dass du die Wahrheit sagen wirst, wenn er es nicht dem Professor Flitwick sagt. Dann gibt es als nächstes eine Möglichkeit, Professor Flitwick zu sagen, was die Wahrheit ist. Genau, ich würde gar nicht warten, bis ich vom Professor Flitwick gefragt werden würde, sondern ich würde noch vor der Prüfung den verpetzen. Ich glaube, ich bin jetzt ziemlich sicher, ich werde erstmal sagen, dass er doch bitte erstmal meinen Klassenkameraden fragen soll. Dann hat der die Möglichkeit, die Wahrheit zu sagen, und wenn der es dann nicht macht, dann mache ich es halt. Die Wahrheit siegt. Ehrlichkeit, ich bin immer für Ehrlichkeit, ne? Wie würde ich gerne in die Geschichte eingehen? Als der Weise, als der Gute, als der Tolle? Ja. Tolljens? Der Glatzköpfige? Nee, guck mal. Groß, nicht Kopf, Glatzköpfig. Der Glatzköpfige. Ja, als der nicht in die Geschichte. Aber Bold ist doch so auch lustig, oder? Fettgedruckt. Ich will als der Fettgedruckte in die Geschichte eingehen. Ach so, Kühn. Ach, als der Kühne, okay. Als der Glatzköpfige. Okay. Passt. Ich glaube, ich muss einfach The Great nehmen, weil es halt Great, Toll, Tolljens. Ja, passt schon irgendwie. Passt schon, ne? Which of the following... Ah, ne, ich muss auf Englisch, Deutsch. Mann, ey. was würde ich am liebsten studieren? Zentauren? Goblins? Die Leute aus dem See. Geister? Vampire? Werwölfe? Oder Trolle? Ich glaube Zentauren, ne, ich glaube Geister. Ich glaube Geister interessieren mich am meisten. Weil ich finde es irgendwie faszinierend, die sterben und sind einfach wieder da. Warum? Also warum sind nicht alle Geister? Und dann sind die Ewigkeiten, die hängen ja dann ewig rum. Ja.
Also, die können ja nicht nochmal sterben. Schon ein bisschen ätzend, oder? So, ich nehme einfach Ghost. Okay, Kopf oder Schwanz? Was ist das für eine Frage? Wer nimmt das ist wie Münze werfen irgendwie. Ich nehme Head, also weiß nicht, also... Gryffindor! Boah! Oh mein Gott! War das zu erwarten? Ist so cool! Ja, ich bin auf jeden Fall glücklich. Ich meine, es ist natürlich schön, dass man nach Gryffindor kommt. Ich glaube, viele wünschen sich, nach Gryffindor zu kommen. Aber ich wäre auch, glaube ich, mit was anderem zufrieden gewesen, solange es nicht Slytherin ist. Ne? Ja, ich kann das gut aussprechen. Slytherin. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr jetzt euch unten noch in der Videobeschreibung den Link anklicken. Könnt ihr euch anklicken, genau. Könnt ihr den Link anklicken zu dem Video, was eventuell auf dem Kanal von der Amelie ist. Lasst euch überraschen. Huch, wer weiß. Brauchst du mich hier, ey? Wenn ihr selbst ausprobieren wollt, Link zu Pottermore habe ich auch mal in die Beschreibung gepackt. Ist aber auch nicht so schwer zu finden und man kann das auch googeln, ne, falls das jemand kennt. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Schreibt es in die Kommentare, was ihr für ein Haus seid. Nicht, was ihr für ein Haus seid, was für ein Haus ihr gekommen seid und was ihr für ein Patronus bekommen habt und was für ein Zauberstab. Das interessiert mich doch sehr. So, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und das kommt wahrscheinlich relativ bald, denn es steht was Cooles bevor, ne? Bei mir in meinem Leben, eine kleine Veränderung. Ja, also seid gespannt, dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss. Ciao.